Hallo und willkommen zurück bei Assassin's Creed Unity. Ja, nachdem die letzte Folge nicht so ganz erfolgreich endete, fangen wir nun das Ganze in dieser Folge nochmal von vorne an und hoffen diesmal ein wenig erfolgreicher zu sein. Ich will es nur hoffen, dass das funktioniert, weil die Gegner hier, die stehen echt verdammt blöd um Latouche herum, so dass er kaum zu erreichen ist, was mich wirklich ein klein bisschen nervt. Ach, komm schon, geh da rein. Also es ist halt echt ätzend teilweise hier. So viele Gegner und ungesehen ausschalten ist praktisch unmöglich. Meiner Meinung nach zumindest, aber ich bin jetzt auch nicht der Profi-Assassine. So, hier drinnen bewegen sie sich. Versuchen wir es mal hier rüber und schnippel die Schnapp. Der nächste Gegner weg. So, wenn wir uns jetzt beeilen. Hallo, beweg dich mal hier raus. Danke. Hat mich einer gesehen? Das ist echt schwierig. Rein in die Menschenmasse. Lalalalalala. Einmal weg und nochmal weg. Gar nicht einfach. So. Ey. Mitten im Rauch erwischt. Meine Güte, das für die Gegner hier. Ich dachte, das wären ein paar weniger, aber das sind doch reichlich. So, zwei von den ganzen haben wir jetzt erledigt. Und jetzt der letzte, glaube ich. Ja. So, es dürfte die Seite wieder halbwegs aufgeräumt sein. Wir haben jetzt nur noch die, die sich oben befinden. So, und weiter geht die wilde Fahrt. Hier vorne haben wir noch ein paar Gegner zum Plündern. Das ist wichtig. Wir werden es nämlich brauchen. Den können wir auch noch mitnehmen hier. So, und dann werden wir mal leidlich nach oben. Verdammt nochmal. Hoffentlich werde ich nicht gesehen. Jetzt geh schon. Hallo? Lass doch einfach los. Hallo, hier. Ja, benutzen und so. Welcher Kampf? Ich bin in keinem Kampf. Jetzt schon. Nein. Was macht der da? Du sollst da durch. Oh. Da wirst du ja echt irre bei. Ja, ich werde jetzt versuchen, den einen, der da oben auf dem Turm steht, zu erwischen, weil der geht mir sowas von auf die Zwiebel. Das ist... kann ich gar nicht sagen, wie sehr der mich nervt. Ich hoffe es einfach mal, dass ich ihn erwische von hier aus. So, und weg hier. Jetzt haben wir da nämlich den auf alle Fälle erledigt. Weg, er ist einfach weg. So, das Ganze nochmal. Jetzt gehen wir unten lang nämlich wieder. Nochmal hier durch. Da. Durch. Hier raus. Ganz genau, jetzt haben wir nämlich wunderbar hier ein bisschen Luft. So, die Menschenmassen bitte mal hier hin. Danke.
dann haben wir da drüben noch die Gegner. Wer habe ich denn jetzt gesehen? Hallo? Das war knapp. So, jetzt müssen wir noch da drüben irgendwie... Wo ist wer? Ich weiß nicht, ob das Ganze was bringt am Ende. Ich hoffe es einfach mal. Ja, ich bin hier unter der Menschenmasse. Zurück oder ich schlage eure Köpfe ab. Ach komm ey. Ich gehe da mal wieder flüchten. Nein, nicht über die... Los. Oh, ich werd wahnsinnig. Die Steuerung macht mich echt fertig. Also nur um es mal zu sagen, was mich so am meisten nervt, das ist einfach die Tatsache, man drückt den Knopf für nach oben klettern und da klettert er nach unten oder umgekehrt und... Boah. Was? Nein, bleib ich nicht. Ich suche mir einen Weg, um dich auszuschalten, falls du es nicht gemerkt hast. Hallo? Oh. Oh, wer denn jetzt schon wieder? Dein Gebiet? Hast du etwa ihren Namen draufgesetzt, oder was? Also bei manchen hier da. So, der wäre erledigt. Und die Gegner wären irgendwie nicht weniger. Ich schau mal, ob ich hier durchs Haus kann. Durchs Haus! Himmel! Ah, nach unten komme ich leider nicht. Ich hatte jetzt vor, den da unter mir auszuschalten. Aber wenn alles gut geht, würde ich gerne hier runter. Hallo? Runter! Dieses Spiel kostet echt Nerven. Ernsthaft? Das hat ja mal ausnahmsweise funktioniert. Entschuldigung, ich bin nur mal kurz hier durch, denn da steht einer im Weg, der irgendwie genau auf den Platz guckt, den ich gerne selbst einnehmen möchte. Geh doch mal weg da! So, direkt hier vorne platziert, glaube ich, auch noch ein Gegner herum. Wie kriegen wir den da? Ah, jetzt kommt da. Gut. Tagchen, danke. So, und nun müssen wir hier vorne zu diesem Käfig. Der kann mich nicht sehen, der auch nicht. Das ist der Uhrentief. Sieh jetzt? Mal an! Weg von hier! Verschwinde! Ergötzt du dich? Ich will helfen. Helft uns! Die Tür? Wie denn? Der Wachen hat den Schlüssel. Aber ich weiß nicht welchen. Verschwinde! Na, sehr hilfreich! Vielen Dank! Einen Schritt weiter! Bitte, öffnet uns die Tore! Einmal kurz weg. Nein, brauchst du nicht. So, da oben hin müssen wir, wenn ich das richtig gesehen habe. So, der wäre erledigt. Und ich muss jetzt den Weg nach oben finden. Echt? Du hast mich? Ich hab dich nicht mehr. Jetzt geh doch nach oben! Oh. So, irgendwo hier vorne muss er sein. Da ist er. Und erledigt. Was tanzt die denn hier drinne so rum?
So, jetzt können wir die Zellen öffnen. Es wäre ganz schön, wenn du da durch das bekloppte Fenster rausgehst. Boah, jetzt geh doch einfach runter. Mann. Was wird das? Ich glaube, es nennt sich Rettung. Wieso? Weil es tatsächlich kein Kapitalverbrechen ist, ein sturer Bock von einem Mann zu sein. Auch wenn es sich auf Dauer nicht auszahlen kann. Bitte, bleibt zurück und lasst mich vorgehen. Nächster! Dann los. Na klar, in der Assassinenkluft. Fällt ja überhaupt nicht auf. Kenn ich dich nicht, Bursche? Das bezweifle ich. Doch, sicher. Du bist dieser Trunkenbold. Nicht weiter! Ich binde ihn fest. Das bin ich wohl, oder nicht? Binde ihn fest. Genug! Ist das? Jetzt! Ist das? Und hat man erledigt, jetzt müssen wir gleich ganz schnell flüchten. Entlassen? Aber warum? Weil Monsieur Latouche euer letzter Bericht einige Fehler enthielt. Monsieur, ich habe es dreimal überprüft. Alles korrekt. 10.000 Livres sind aus der Schatzkammer Ihrer Majestät verschwunden. Tut mir leid, Latouche. Guten Tag. Monsieur Latouche, ich hörte, ihr wart Steuereintreiber. Ja, Herr. Gut. Ich kann jemanden wie euch gebrauchen. Es sind Parasiten, nichts weniger. Wie meint ihr das? Ich meine gierige Bastarde, die Geld veruntreuen, anstatt ihre Arbeit zu tun. Wenn du nur die Hälfte davon wüsstest, was die Ratten vom Chef aufschnappen. Erzählt mir mehr über euren Chef. Wie ihr wünscht. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Und was soll ich tun, Großmeister? Ich vertraue eure Dienste den Händen unseres Agenten im Konvent an. Le Pelletier? Le Pelletier mag nützlich sein, doch wir haben noch andere Freunde in der Regierung. Monsieur Latouche, darf ich vorstellen, Monsieur Maximilien de Robespierre. Monsieur, ich höre, dass Versailles von Parasiten befallen ist. Die Geschichte von Latouche. Und jetzt heißt es, weg hier und irgendwie überleben. Einmal hier durch, raus hier, weg hier. Und das sieht doch ganz gut aus, die Flucht scheint zu funktionieren. Jawohl, ja, Latouche ist erledigt. Wir haben auch diese Erinnerung abgeschlossen, der Aufstieg des Assassinen. Ja, es war eine ziemlich harte Mission, fand ich. Also da musste man sich doch schon ein bisschen zusammenreißen, was das Vorgehen angeht. Ja, wir haben ihn erledigt und sind nun bereit zur Reise zurück nach Paris, würde ich mal behaupten. Sie sind wieder hinter uns her. Nicht das beste Timing. Ich bin dran. 2 Sekunden. Wir sind nah dran, Novize. Zwischen Arnaud und Germain kommt es in den nächsten Monaten zu einer Konfrontation. Wir wissen bloß nicht, wo oder wie sie endete. Wir zählen darauf, dass du es rausfindest. Ich hab's. Das Portal ist offen. Na klasse, mal wieder ein Portal durchschreiten. Wenn es gut läuft, ist das deine letzte Zwangsmigration. Und wenn's nicht so gut läuft, erleidest du einen hippocampalen Schock und wirst den Rest deines Lebens durch eine Sonde ernährt. Lass uns das nicht vertiefen, okay? ich will das gerne verhindern, dass das passiert. Also, ab zum Portal. Also, wir können sagen, Latouche, der gute Verräter und Schlangenzunge, wie ich ihn jetzt gerne mal nennen möchte, ist erledigt und nun bleibt uns nur noch unser Hauptziel, der an der ganzen Misere überhaupt schuld ist, der die Assassinen und Templer gegeneinander aufgewiegelt hat in dieser Zeit, und das ist Germain. Also, schauen wir mal, dass wir den Guten in Paris dann wiederbekommen werden und erledigen. Und ab durchs Portal, mal sehen, wo wir landen. In welcher Zeit? Von Versailles oder vielleicht sogar Paris? Wir werden es jetzt gleich wahrscheinlich erfahren. Am Boden, aber nicht am Ende. Wieder ein Erfolg abgeschlossen.
Und da wären wir. Wo sind wir hier? Willkommen im Wald, der Friedhof. Das könnte dir bekannt vorkommen. Paris im Mittelalter, spätes 14. Jahrhundert. Du bist außerhalb der Stadtmauer. Ich schlage vor, du suchst dir einen Weg zurück. Das ist aber eine verdammt alte Zeit. Ja, was ich machen wollte, ist mal eben kurz Charakteranpassung und gucken, ob wir bei den Fähigkeiten mal ein bisschen etwas freischalten können. Beim Schleichen, ja gut, wir könnten das nehmen, dann könnten wir die Schlösser alle knacken, aber jetzt mal ehrlich, ist jetzt nicht so wichtig mehr, da ich ja wie gesagt nicht mehr unbedingt alles mitnehmen möchte, sondern einfach nur noch die Geschichte zu Ende bringen möchte. Mal sehen, ob wir noch was anderes haben. Gesundheit 4. Ja, halten wir noch ein bisschen aus. Das ist, glaube ich, das Perfekte für uns. Da ist ja teilweise wirklich nicht so gut lief. So, schauen wir mal. Dass wir hier den Friedhof wieder verlassen können. Überall Tote. Scheint eine Schlacht. Na, okay, Schlacht vielleicht nicht, aber auf jeden Fall ein Überfall stattgefunden zu haben. Wow, wir haben den Friedhof verlassen. Und landen in irgendwelchen Katakomben. Ich habe da so eine Vermutung, was das für Katakomben sind. Wer sich an den Beginn des Spiels erinnert, dort sind wir ja. Oder haben wir ein Buch und ein Schwert versteckt? Oder sollten es verstecken? Könnte natürlich sein, dass wir jetzt genau dort wieder auskommen. Das wäre natürlich. Also das fände ich mal eine richtig coole Idee. Geister. Von irgendwelchen Soldaten der damaligen Zeit, ist im Mittelalter. Ich glaube, nach unten zu gehen war falsch. Wieder nach oben. Hopp, 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 hopp. Einmal wieder hoch. Jawohl. Und dann auf die andere Seite. Hier entlang. Und dann rüber. Genau. Und dann können wir hier nämlich raus. Das war also die Hauptkammer. Also man kommt hier doch ziemlich locker durch bis jetzt. Ey, verdammte Flamme. Das war doch irgendwie mit Ankündigung, dass sowas kommt. Natürlich noch einer, warum auch nicht. Komm, noch einer. Da geht noch was. So, dann klettern wir mal hier nach oben. Und kommen. Ach du Kacke. Autsch, 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 autsch. Weg, weg, au. Ah. Einmal kurz heilen. Geht doch alle weg. Ich will keine Steine mehr ins Gesicht kriegen. Irgendwo muss doch jeder Ausgang sein. Das sieht gut aus da vorne. Das sieht so hell aus. Aber irgendwie noch immer kein Portal, wollte ich sagen. So, einmal hier rüber noch. Hier scheint eine Brücke gebrannt zu haben. Okay, das war jetzt nicht mein Plan, hier hochzuklettern. Schnell rüber. So, die Brücke überquert. Und da wären wir. Wow. Und landen mitten in einer Schlacht. Ich sehe das Portal da vorne. Ich schau mal, dass ich da schnell hinkomme. Durch, 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 durch. Nicht lange stehen bleiben. Wow, wow, wow. Folge meiner Stimme. Geh zum Ausgang.
schnell. Ach nee, wirklich. Ich dachte, ich bleibe jetzt einfach noch ein bisschen hier, guck mir die Feuerbälle und Steine um mich herum fliegen an und... Mann, die Frau, die hat's drauf, ey. Heidanei, also das war jetzt mal ein schönes Erlebnis. Also das Bombardement von da oben aus ist wirklich nicht ohne. Die Bastille abgeschlossen, die Serverbrücke. Und damit sind wir auch hier durch. Und nun geht es dann wohl zurück nach Paris. Zumindest vermute ich das jetzt mal einfach so aus dem Bauch heraus. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Wenn er dann endlich mal ankommt. Und wir warten und wir warten und wir warten. Okay, Novize, bringen wir das zu Ende. Du hast es fast geschafft. Cham de Ma. Im Jahre 74. Viel hat sich verändert seit deiner Abreise aus Paris. Viel, was korrigiert werden muss. Und wir sind Jamar keinen Schritt näher. Ganz so ist es auch nicht. Ich habe einen Namen. Und? Robespierre. Ja, zurück in Paris und es scheint ruhiger geworden zu sein in Paris. Ja, da bin ich echt mal gespannt, wie das weitergeht in dem letzten Teil der Geschichte. Das wird bestimmt sehr interessant. Ja, aber genau das, ja, ins Café können wir auch, da können wir wieder ein bisschen Geld abholen. Aber genau das erfahren wir in den nächsten Folgen von Assassin's Creed Unity. An der Stelle werde ich nämlich eine Pause machen. Und das große Finale werden wir dann sehen. Und schauen, wie das Ganze endet. Also, bis zum nächsten Mal hier bei diesem Let's Play. Ich freue mich drauf. Auf Wiedersehen.